Ja, vielleicht doch noch ein paar Worte zu diesen Klicks in YouTube. Ich meine, gut, warum macht jemand ein Video? Klar, es macht Spaß und so weiter. Aber letztendlich freut sich natürlich jeder, wenn man entsprechend viele Klicks hat. Das ist doch logisch, weil, ja, ist ja klar. Ich meine, wenn jemand ein aufwendiges Video macht und dann am Schluss nur 20 Klicks hat oder so, ist ja auch irgendwie ein bisschen doof, ne? Ja, aber die Frage ist natürlich, warum möchte man manche richtig viele Klicks haben? Das kommt ja immer darauf an, ob es jetzt jemand macht, weil er natürlich damit Geld verdient, was ja auch nicht schlimm ist. Also ich weiß gar nicht, letztes Mal habe ich auch wieder, beim Tactical war das, ne, wo er ein Video gemacht hat, wo doch der eine oder andere halt wieder geschrieben hat, du machst das ja eh bloß wegen Geld und so. Ja, ich verstehe die Leute ehrlich gesagt nicht so ganz. Was spricht denn dagegen? YouTube ist dafür gemacht, sonst würde ja ganz YouTube nicht mehr funktionieren. Stellt euch mal vor, es gäbe diese Leute nicht, die eben entsprechend viele Klicks haben und dann eben auch Werbung schalten. Ja, früher oder später müsste wahrscheinlich YouTube das in der Form zumindest halt abschalten, weil nichts mehr läuft. Wer soll es denn finanzieren? Also es ist eigentlich ein komisches Argument, finde ich, wenn jemand schreibt, du machst das nur wegen Geld. Also ganz ehrlich, wenn es jemand nur wegen dem Geld machen möchte, also da gibt es andere Möglichkeiten von den Thematiken her. Da nehme ich natürlich kein Outdoor unbedingt. Gibt es schon andere Varianten natürlich. Also ich wüsste schon so ein paar Sachen. Aber was mir persönlich immer wichtig ist, natürlich, wie gesagt, ich freue mich auch immer natürlich, wenn viele Klicks auf dem Video da drauf sind, weil man einfach auch schon dadurch sieht, was am ehesten wollen die Zuschauer, also ihr eben. Und das ist klar, dann schlägt man vielleicht doch so ein bisschen die Richtung ein. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Video machen müsste, von einem Thema her, wo ich weiß, okay, das gäbe viele Klicks. Gut, das kann man hier oder da natürlich auch mal so zum Spaß machen. Aber letztendlich wäre eigentlich der Sinn verfehlt. Also mir persönlich wäre eigentlich immer wichtig, viele Klicks ja. Aber ich möchte eigentlich schon so sein, wie ich halt bin, sage ich mal. Und auch das sagen können, wie ich will. Also zum Beispiel, da kannst du ja gerne mal nachgucken bei anderen Kanälen. Es ist einfach definitiv so. Fast immer sind die meisten Klicks drauf, in unserem Bereich jetzt eben, wenn es um Ausrüstung geht. Also nicht alle, aber überwiegend schon. Also wenn du jetzt so ein paar Kanäle anschaust, die halt, jetzt sage ich mal, auch normale Videos machen, Wandervideos und so weiter. Ja, und dann klickst du eben auf meist gesehen, dann wird in der Regel fast immer eigentlich Ausrüstungsgeschichte sein. Außer natürlich bei den Herrschaften, die jetzt eine ganz bestimmte Richtung eingeschlagen haben. Und das finde ich auch wichtig, sich selbst eben wirklich treu bleibt, sage ich mal. Sonst ist es ja irgendwo, ja, das sind irgendwie verfehlt. Zumindest jetzt in unserem Bereich, finde ich. Andererseits verstehe ich manche Kommentare wiederum, also jetzt nicht bei mir meine ich, sondern bei anderen Kanälen, ich lese ja schon immer wieder auch mal rein natürlich. Zum Beispiel ganz am Anfang, also ganz, ganz ursprünglich, wo ich so das erste oder die ersten Videos gemacht habe in dem Bereich, das fand ich so klasse, weil ich gesehen habe, boah, da gibt es quasi eine Gemeinschaft sozusagen, die in dem Themenbereich irgendwie zusammengehörig zu sein scheint. Und das fand ich echt richtig gut. Inzwischen muss ich sagen, Menschen sind Menschen, da kann man nichts ändern, egal in welchem Themenbereich. Ja, es gibt halt immer wieder welche, die, ja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand da groß auf Natur macht und so weiter, ne, ich liebe Natur und so weiter, macht das in Wirklichkeit oder sagt das in Wirklichkeit vielleicht nur, um wieder Klicks zu kriegen unter Umständen, könnte ja sein, dann wäre der Sinn eigentlich schon wieder natürlich verfehlt irgendwo. Also von dem einen oder anderen bin ich schon etwas enttäuscht eigentlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil das habe ich mir am Anfang alles ein bisschen anders gedacht.
Also in YouTube wird auch wahnsinnig viel nachgemacht natürlich. Ich rede jetzt gerade mal von dem Bereich hier. Ich merke es auch bei meinen anderen beiden Kanälen. Sobald du quasi irgendwie ein einigermaßen erfolgreiches Video hast, früher oder später hast du einen Nachahmer. Schrecklich finde ich eigentlich immer nur, dass dann nie oder oft nicht gesagt wird, dass man die Idee von da und daher hat. Ich meine, klar, wenn man jetzt Holz spaltet oder Patroning macht oder ja, oder Campbau oder etc. oder sowas halt, das ist klar. Das ist ja jetzt nichts Nachgemachtes in dem Sinne. Aber es gibt auch schon einige Sachen, wo man eindeutig sieht, dass die Idee Gänsefüßchen geklaut worden ist. Wie gesagt, gerade auch in meinen anderen Kanälen, das ist manchmal nicht mehr schön. Also ich meine, natürlich, ich übernehme auch die eine oder andere Idee, das ist ja klar, weil es gefällt einem, man sieht so ein Video und sagt, boah, super und so weiter, da will man da vielleicht auch sowas umsetzen, aber ja, was mich persönlich dann manchmal stört, wenn man eindeutig sieht, dass es wirklich rein nur um Klicks geht, ne? Dass man schon, ja, ich will jetzt gar nicht darauf näher eingehen, aber naja, ist schon okay. Alles ist gut. Auf jeden Fall wundere ich mich, dass ich doch noch relativ fit bin, weil heute Nacht habe ich eigentlich so gut wie nichts geschlafen, eben wegen dem Bein. Ich wusste nicht, soll ich mich rechts hinlegen, links hinlegen, auf den Bauch legen, auf den Rücken legen. Irgendwie war es immer halt schmerzhaft die ganze Zeit. Ja, aber ich bin echt richtig fit. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich jetzt draußen bin eben. Da gibt es einfach mehr Energie, als wenn man jetzt irgendwo zu Hause da auf der Couch rumlungen würde und in der Werkstatt rumsitzen würde, am PC was macht oder sowas. Naja, es wird aber bestimmt noch kommen, die Müdigkeit. Heute Abend spätestens wahrscheinlich oder morgen, ja. Weißt du was? Ich stelle jetzt einfach mal die Kamera um, damit du einfach mal siehst, wie meine Sichtweise hier ist. So sieht es nämlich hier aus. Gerade eben hätte ich echt so richtig Lust, eigentlich mich mal ein Stündchen hier hinzulegen. Einfach ein bisschen dösen. Vielleicht mache ich das auch gleich. Ich habe ja noch genug Zeit heute. Vom Wetter her sieht es auch super aus. Oh, letztes Mal habe ich es ja richtig genossen. Oh, da war so, war ich in der Werkstatt, habe das rumgebastelt, habe auch Video gemacht und dann war Gewitter. Oh, das war herrlich. Ich liebe das einfach. Aber natürlich liebe ich auch dieses Wetter. Ach, eigentlich liebe ich fast jedes Wetter. Das Einzige, was ich nicht so mag, wenn es eisig kalt ist und dann noch windig und nass. Das ist ein bisschen, naja, kommt darauf an, wo man dann gerade unterwegs ist. Wenn man ein schönes Hütchen findet oder so, wo man sich ein bisschen kuschelig machen kann, dann ist es auch wieder in Ordnung. Jedenfalls habe ich heute anscheinend wieder meinen Vollquatschtag. Das Feuerchen habe ich jetzt ausgehen lassen, brauche ich ja gerade jetzt nicht mehr.